Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück im schönen Wallonien. Das erste Ziel heute ist es, das Eisenbahnverteilungszentrum zu planen und aufzubauen. Bevor wir dazu kommen, noch zwei kleine Nacharbeiten. Ist euch sicher auch schon aufgefallen. Hier habe ich leider was vergessen, nämlich die Zuwegung. Das ist insofern blöd, weil ohne Zuwegung kann das gar nicht gebaut werden. Ich werde es jetzt mal planen. Kann sein, dass wir das dann mit Rubel bauen, weil ich das dann natürlich auch irgendwann nutzen möchte, um voranzukommen. Aber wir machen das erstmal hier. Genau. Und dann hier ran an die Straße. Terrain. Bisschen abflachen. Und dann kann es losgehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist hier. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum wird diese Bahnlinie nicht endlich fertiggestellt? Und leider ist hier ein ganz bedauerlicher Fehler in der Planung passiert. Schaut euch das mal an. Ja, da kann natürlich kein Bauamt diese Gleise finden. Ärgerlich. Wir brechen das nochmal kurz ein bisschen hier ab und verknüpfen das dann. Und dann sollte es hoffentlich losgehen. Mit der Bauerei. Bitte, legt los. So, nee, es ist schon wieder nicht. Hä, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt ja hier grundsätzlich nicht. Ganz merkwürdig, die Sache. Wisst ihr was? Ich reiß einfach mal... Na, obwohl, das muss ja alles neu gebaut werden. Ich reiß mal das Stück auf jeden Fall hier nochmal weg. Und hier stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas will er... Irgendwas möchte er hier nicht. Vielleicht ist das von der Planierung hier so schwierig, daran zu gehen. Na, wir gucken mal. Er zeigt mir ja auch gar keine Anschlussstelle. Achso, weil das schon gebaut ist, vermutlich, ne? Ja, so geht es aber. So scheint es zumindest zu gehen. Planen wir das jetzt mal? Ja, jetzt funktioniert es. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch ein Bauamt das Ganze findet. Aber zumindest nicht automatisiert. Müssen wir da wieder Hand anlegen. Und dann sagt er bestimmt wieder, keinen Weg gefunden dorthin. Und wir sind wieder ratlos. Warum? Schauen wir mal. Also, doch, das findet er jetzt. Okay, dann sollte das jetzt aber schnell gehen. Das werden wir später hier korrigieren, diese kleinen Überlappungen. Ich hoffe, dass dann das schnell zu Ende gebaut werden kann. Damit wir drei Züge hier auf diesen Exportbahnhof umleiten können und dadurch unser Gleisdreieck dort ein bisschen entlasten können. Das ist ja das große Thema hier dieses Bauabschnittes. Auf dem Bereich, ich weiß gar nicht, kommen sie da überhaupt hin? Ja, ist auch nicht zugeordnet. Aber da müssten sie eigentlich auch hinkommen. Werde ich auch nochmal gucken. Oder können sie nicht das Gleis wechseln? Bin mir nicht ganz sicher. Das prüfen wir gleich. Doch, das geht auch. Das geht komplett. Kann gebaut werden. Signale hatten wir da eigentlich schon, dass das möglich ist. Wir können vielleicht auf der Seite auch schon mal Signale setzen. Oder theoretisch wäre es sogar denkbar, hier schon einen Export laufen zu lassen. Aber wir wollen es mal jetzt nicht übertreiben. Nein, nein. Wir gucken mal. Das haben wir schon abgegrenzt. Das ist okay. Ja, ich meinte, wir können hier nochmal in zwei Richtungen das Ganze platzieren. Dann ist es für den Bau vielleicht noch ein bisschen besser. Den Rest müssen wir natürlich nachher vernünftig machen. Soweit erstmal dazu, da werden sich jetzt zwei Baufahrzeuge in Bewegung setzen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, das ich angekündigt habe, das Eisenbahnverteilzentrum. Und ich habe überlegt, wo passt es eigentlich am besten hin? Ich finde, es sollte relativ zentral sein in der Republik und natürlich so an unser Schienensystem angeschlossen werden, dass es von dort aus eigentlich alles erreichen kann. Und mir scheint dann tatsächlich dieser Punkt hier, dort wo wir schon das Depot gebaut haben, als der geeignetste. Und gerade weil wir hier schon ein Depot gebaut haben, ja, hat das eine gewisse Logik, dass wir vielleicht auch dieses Verteilzentrum hier irgendwie in die Nähe bauen, sodass wir zum Beispiel hier nicht wieder kompliziert noch ein Gleisdreieck benötigen. Meine Idee ist deshalb, dass wir hier hinter, ja, und das, ich weiß, das ist knapp, aber ich glaube, es geht, dass wir hier hinter rausgehen und das Ganze quasi in diese Richtung längsseits aufbauen, so dass die Züge dann hier,
rausfahren. Entweder in die oder in die Richtung und dann sich auf den Weg machen. Das hat auch den Vorteil, dass sie im Zweifel hier gleich nochmal tanken können. Wobei, ich denke, das hat auch ein internes Tanksystem. Das ist insofern vermutlich jetzt nicht so entscheidend. Aber dennoch, ich denke, kein schlechter Ort. Ne? Wir wollen ja die Gleise nicht nochmal wieder unterbrechen durch noch ein Gleisdreieck, wo dann irgendwie Stau entsteht. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, wie das machbar ist. Das Kritischste daran ist es, hier irgendwie rauszukommen mit den Gleisen. Aber wir versuchen das. Wir müssen dazu erstmal diesen kleinen Teil hier wegreißen, weil der kann erstmal so nicht bleiben. Vielleicht können wir ihn ersetzen, vielleicht auch nicht. Und die große Frage ist, kommen wir denn hier raus? Ja, ich glaube ja. Also wir gehen mal von der Seite. Wir sehen, es ist zumindest gelb. Das ist eigentlich ein ganz gutes Signal. Wir werden jetzt ein bisschen abflachen. Dadurch kommen natürlich möglicherweise ein paar Stufen hier und da rein. Aber ich denke, das ist zu verantworten. Also so geht es raus. Die große Frage natürlich nach den Signalen, wo die noch platziert werden können. Ich meine, auf der Seite ist klar. Auf der anderen Seite, was haben wir denn hier an Signalen? Haben wir hier vor welche? Könnte man hier noch welche platzieren? Ja, da könnte man auch noch welche platzieren. Das würde also gehen, denke ich. Das kann man so machen. Und jetzt noch die Frage, kann man hier vielleicht jetzt sogar noch rausgehen, um das irgendwie... Es sieht zwar ein bisschen hässlich aus. Schaut mal, es würde tatsächlich gehen. Ist ein bisschen knapp, aber man kann es machen. Ich glaube, das mache ich. So geht es gerade so, würde ich sagen. Lassen wir das erstmal so von der Planung her. So, hier müssen wir rübergehen, aber wir müssen jetzt dieses Ding an sich erstmal planen. Und jetzt ist die große Frage, wo ist das eigentlich? Ich glaube, das finden wir hier, ne? Vertrieb, Zugverteilerstelle, so heißt es hier offiziell. So, dann werden wir das so rumbauen. Und es sieht auch ganz so aus, als würde das, ja, würde das funktionieren. Die Gleise kommen ein bisschen weiter links rüber. Aber es kann gut passen. Es kann gut passen. Okay, mal gucken, was er da jetzt abflacht vom Gelände her. Mhm. Das kann so funktionieren. Wobei, ich werde das erstmal wegnehmen und vielleicht planieren wir hier noch ein bisschen. Na, schaut mal. Das kann zum Problem werden. Okay, Leute. Uiuiuiui, das kann richtig zum Problem werden. Wir sollten hier gar nicht so hoch gehen. Okay, das muss ich nochmal bereinigen. Das muss ich nochmal bereinigen. Wir nehmen das Ganze mal hier weg und es ist, auch wenn es mir leid tut, wir müssen erstmal diese Gleise auch nochmal wieder wegnehmen, um das Maximale jetzt hier an Planierreichweite zu bekommen. Das lasse ich mal. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt hier ein bisschen runterbringen können. Und ob wir dann überhaupt mit den Gleisen noch rauskommen, das ist die große Frage. Also hier ist eigentlich das Zielgebiet. Aber ich will es jetzt natürlich auch nicht... Ich glätte es mal hier so ein bisschen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da kann man leben. Da müsste man eigentlich die Gleise ganz gut legen können. Okay, machen wir es nochmal. Hm. Er zeigt mir sogar grün an, wobei er merkwürdigerweise hier Probleme macht. Das könnte sein wegen diesem kleinen Schnipsel, dass wir den doch erstmal noch wieder wegnehmen müssen. Ja, dass wir da sauber rauskommen. Ja, das geht. Da geht es natürlich dann irgendwie etwas stark bergab. Und das ist, wird die große Frage sein, ob das funktioniert. Okay. Dann planen wir jetzt das Gebäude erstmal. Ich würde es so weit wie möglich nach hinten setzen. Aber so doll weit geht es nicht. Gut, planen wir das hier hin. Und dann gucken wir, wie wir jetzt die Gleise da anbinden können. Ja, das geht einigermaßen harmonisch. Okay, ich komme leider nicht auf grün. So wird es gehen. Hm. Die Seite geht
ganz problemlos. Sind natürlich jetzt wieder Huckel drin, ne? Diese lästigen Huckel. Ich weiß gar nicht, warum geht er denn hier unnötig nach oben? Ach so, weil das Gebäude da ist. Ja, ich verstehe. Soweit können wir gar nicht planieren, dass das nicht funktioniert. Ich gehe aber versuchen, nochmal einen Tick zurückzusetzen. Und werde das hier nochmal ein bisschen abflachen. Ja, das... Ja, ich sehe schon, das... Da müssen wir ein bisschen Kompromisse ertragen. Optimal geht's nicht. Optimal geht's... Naja, da ist jetzt ein richtiger Knick drin. Optimal geht's halt nur, wenn man vorher alles abreißt, vorher wirklich alles planiert, bevor man irgendwelche substanziellen Strukturen baut. Tja, also im Kern ist einfach dieses linke Gleis geht hier über den Huckel. Das kann ich nur vermeiden, nämlich das hier weiter zurücksetze, abreiße. Das will ich jetzt eigentlich nicht tun. Was wir natürlich noch machen könnten, das wäre noch ein Weg, fällt mir gerade ein, wir könnten das hier nochmal zurücknehmen und die Planierung anderweit machen, indem wir das nach alles höher verlegen. Dann würde der Huckel natürlich nicht so gewaltig sein. Das wäre natürlich ein Weg. Bisschen aufwendig, ehrlich gesagt, aber wir können mal probieren, genau, auf diese Höhe alles anzuheben. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben ja auch hier eh abgeflacht. Da ist natürlich dann wieder die Frage, wie kommen wir mit der Straße runter? Aber dafür findet sich im Notfall immer ein Weg. Und wenn wir die Straße hier lang setzen oder so, das geht, wird dann schon gehen. Okay. Die große Frage ist, ob das natürlich den erwünschten Effekt jetzt auch erzielt. Das ist natürlich der spannende Punkt. Aber wir platzieren das wieder. Schön flach ist es auf jeden Fall. Das passt schon. Wir können es ein bisschen zurücksetzen, damit wir mit der Straße da ein bisschen mehr Spielraum haben, würde ich sagen. Wir können es natürlich auch schräg setzen. Warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen? Nur diese eine olle Straße? Machen wir das mal so. Dann gehen wir hier relativ gerade raus. Ein kleiner Knick wird da vermutlich noch sein. Ja. Aber der Knick hält sich jetzt doch in Grenzen, würde ich sagen. Den müssen wir akzeptieren. Den müssen wir akzeptieren. Okay. Gut. Und jetzt müssen wir nur noch die Straße darunter kriegen. Mal sehen. Ja, das geht vermutlich. Es ist gar nicht so schlimm. Wir lassen die, glaube ich, geradezu hier rauf führen. Ja, schaut mal. Das sieht doch ganz harmonisch aus. Okay, das kann dann gebaut werden. Und diese hier... Halt, warte mal. Hier wollen wir noch diesen kleinen Fitzel noch anfügen. Das kann auch geplant werden. Und das ist ein Ersatzbau. Den bauen wir sofort. Und den... Warte mal, ist hier schon wieder das nicht richtig verbunden? Kann das manchmal sein? Oder ist das nur optisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier ist das ja anders, ne? Das Problem hatte ich ja... Das kenne ich gar nicht, dieses Problem. Ist das jetzt irgendwie null? Kommt mir merkwürdig vor. Wir versuchen es noch mal. Jetzt ist irgendwie direkt verbunden, habe ich das Gefühl. Komisch. Okay, gut. Das kann auch von uns gebaut werden. Mal gucken, ob das so klappt. Und hier gucken wir dann direkt nochmal, wie es jetzt im Moment aussieht mit den Signalen. Hier muss in beide Richtungen gefahren werden. Hier können wir direkt mal Mix-Signale setzen für die Baufahrzeuge, damit die da nichts blockieren, wenn die da durch sind. Und zwar so rum. Der Rest ist, denke ich, okay. Gut, Strom sollte das auch haben. Habe ich jetzt gar nicht hundertprozentig geprüft. Doch, hier haben wir ja direkt einen Verteiler. Wegen diesem Gebäude ist das schon dabei. Okay,
dann kann das hier losgehen. Wir könnten vielleicht diesen Hang jetzt auch noch ein bisschen natürlicher glätten. Dass das nicht ganz so steil nach oben geht. Und auch hier wieder. Ja, ich glaube, das fügt sich jetzt relativ harmonisch hier ein. Soweit, so gut. Soweit dieses neue Großprojekt. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um etwas, was ich jetzt lange schon angekündigt habe. Aber jetzt ist es soweit. Auch das ist übrigens ein bisschen hucklig, aber das ist so eine natürliche Huckligkeit, die kann man ertragen. Es geht um dieses Tal, um diese Hochebene, wo wir unsere Chemiestadt aufbauen wollen. Und ja, was ich jetzt natürlich schon machen kann, die Straße ist gebaut und das ist in Arbeit. Müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier mit diesem Fahrzeug kommen. Ich kaufe jetzt nämlich, er hat keine Stromversorgung, mal gucken. Ich kaufe jetzt nämlich, ja, was kaufe ich? Ich kaufe Bulldozer. Das sind die Schwächeren. Wie viel passen hier? Oh, das ist ja einiges, was hier passt. Bulldozer und wir kaufen Bagger hier hin. So, und dann schließen wir das hier nochmal an die Treibstoffbelieferung. Und eigentlich müsstest du das hier machen. Genau. Aber wir sind tatsächlich bei 20 von 20. Hatte ich hier nicht ein neues schon irgendwie in Auftrag gegeben? VZ-Flüssigkeiten 2, ja, genau. Habe ich doch recht in Erinnerung. Perfekt. So, bitte das beliefern. Die Frage ist, ob wir trotzdem schon damit arbeiten können. Ich meine, wir können ja mal... Es hat keine Stromversorgung. Es kann sein, dass sie dadurch nicht betankt werden. Ne? Das ist das Problem. Aber wir fangen mal an, ein bisschen zu bulldozern. Wir gucken uns mal die Geländestruktur hier an. Also wichtig ist, wir kommen hier mit der Zugverbindung raus. Hier. Das heißt... Ich würde hier so ein bisschen die Industrieanlagen aufbauen. Die Stadt selbst eher in diesem Bereich, also der Wohnort. Das ist jetzt so der Plan. Insofern sollten wir auch dort entsprechend planieren. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Also wir machen mal auf Durchschnitt mit eigenen Mitteln. Ja, jetzt sind sie noch einsatzbereit, das ist gut. Okay, also die Hügel müssen wir wegnehmen. Kann sein, dass sie dann nicht, dass sie irgendwann streiken, wenn der Tank alle ist. Okay. So, ich will es jetzt mal ein bisschen, wie soll ich sagen, professioneller vorbereiten. Dass wir hier eine richtig schöne Chemieplanstadt hinbekommen. So. Den Bereich werden wir noch ein bisschen erweitern. Sind nur noch zwei Fahrzeuge hier am Start. Kann das sein, dass der Rest schon keinen Treibstoff mehr hat? Das ist gut möglich, Leute. Es ist nur noch ein Fahrzeug. Ha! Ja, reicht aber vielleicht schon. Also klar, wir müssen hierhin weitermachen. Aber ich habe ja einen Plan. Ich habe den Plan, dass wir das anders machen als bisher. Nicht erst die Wohngebiete planen, sondern ich will erstmal das Industriegebiet planen. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, diese chemische Industrie, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, ist, was die ganzen Produktionsketten betrifft und wie man das anders anordnen sollte, meines Erachtens mit einer der kompliziertesten. Vor allem, wenn man jetzt relativ viele Fabriken haben will und ich will gleich das richtig machen. Also das wird der Hauptstandort und wahrscheinlich der einzige Standort für die Produktion von Chemikalien und Kunststoffen werden. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich 4 Chemikalienfabriken mache und 1 oder 2 Kunststofffabriken, vermutlich erstmal eine. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie das von der Produktivität dieser Fabriken ist. Wir können mal gucken. Also die produzieren täglich, sehen wir das, maximale Produktion pro Tag 0,81. Und wenn die maximal produzieren, verbrauchen sie 3 Tonnen Chemikalien. Ja, das heißt, mit 4 Fabriken könnte man eine Kunststofffabrik auf Maximum laufen lassen. Aber ich denke,
das wird eh nicht auf Maximum laufen, Kunststofffabrik. Das ist dann später relevant, glaube ich, für fortgeschrittene Produktion. Ich glaube, Autos oder Flugzeuge oder beides. Ich würde mal sagen, wir planen das so 4 zu 1 erstmal. Also 2 wäre sowieso übertrieben. Und mehr als 4 kriege ich jetzt hier nicht hin. Also das wird sich irgendwie einpegeln. Das kriegen wir hin. Also 4 Chemieanlagen. Das Problem bei diesen Chemieanlagen, ihr seht es hier, die verbrauchen Öl, Kies, Pflanzen und Holz. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das heißt, wir müssen 4 Materialien da rein transportieren und dann noch die Chemikalien rausholen und die speichern. Finde ich ziemlich krass. Ja. Okay. So, ich habe mir jetzt folgendes Setup ausgedacht. Ich werde immer 2er-Pärchen machen. Also 2 Chemiefabriken quasi paarweise so gespiegelt aneinander bauen und die und auf unterschiedliche Art und Weise versorgen. Wir werden mal eins planen und dann kann ich das ein bisschen genauer erklären. Also ist die Frage, wo wir ankommen. Wir müssen ein bisschen großzügig sein, weil hier wollen wir mit den Gleisen. Also was machen die Gleise? Die sollen dort sollen die Chemikalien wegtransportieren vermutlich. Sie sollen später vielleicht die Kunststoffsachen wegtransportieren. Sie sollen, ja, was sollen sie noch? Möglicherweise auch Pflanzen hintransportieren. Holz werde ich lokal hier machen. Und was sollen sie noch? Sie sollen möglicherweise Öl transportieren, ja. Also es kommt einiges über die Schiene hier hin. So, deswegen brauchen wir ein bisschen Rangierbereich. Und ich starte das mal planungstechnisch hier. Genau. So, dann werde ich das spiegeln und so machen, dass die Straßen da so zueinander zeigen. Das müsste eigentlich funktionieren. Die nächste spiegeln wir wieder und können sehr nah aneinander, obwohl, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, ich sehe gerade, es gibt ein kleines Problem mit dem Spiegeln. Und das ist das Förderband für den Kies. Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Das Spiegeln ist gar nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Das können wir anders machen. Das mit dem Förderband ist mir tatsächlich wichtiger. Worauf das hinausläuft, werdet ihr noch sehen. Das ist schwer zu erklären jetzt. Also ich werde es doch nicht spiegeln. Ich habe mich umentschieden. Das Spiegeln betrifft eigentlich auch nur die Zufahrt mit LKW. Der Plan ist übrigens, dass ich Pflanzen und Holz per LKW da ranfahre und nicht per Fabrikverbindung. Fabrikverbindung wird nur genutzt werden, um die Chemikalien in ein Lager direkt zu bringen. So, das heißt, wir müssen nur Abstand halten, damit dass die Straße da noch hinpasst. So. So. Und so. Okay, das ist das nächste Ding. So. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen, und weil die Warenlager relativ klein sind, brauchen wir 2 davon. Also wir brauchen Warenlager 2. 1 kümmert sich um 2 Chemiefabriken. So, die finden wir hier, Lagerungen, Warenlager. Und die werde ich so anbinden und ja, vermutlich wird dann ein Gleis hinten rausgehen, weil man, glaube ich, nicht durchfahren kann. Ich denke, das scheint mir der beste Weg zu sein. Also, Warenlager hierhin und eins hinten hin. Straße muss auf jeden Fall nach hinten, weil vorne geht's nicht in diese Richtung. Ja, ist auch so. Okay, das ist der nächste Planungsschritt. So, jetzt überlegen wir, das nächste größere Problem ist das Thema Kies. Und hier habe ich mir Folgendes überlegt. Ich muss jetzt erstmal finden, wo diese Kieslager sind. Ich finde die immer super versteckt, aber hier sind sie, glaube ich, genau. Lagerungen. Jetzt ist die große Frage. Ich glaube, es reicht hier, einen kleinen Rohstoffspeicher zu nehmen, weil der Kiesverbrauch ist relativ gering. Und das werden wir möglicherweise auch mit LKWs rantransportieren. Und das darf wiederum auch nicht so weit weg sein. Deswegen ist meine Idee, dass wir das einmal... spiegeln ist schwierig. Ne, es muss irgendwie so kommen. Wir müssen mit der Straße dann da auch noch weggehen. Wir brauchen aber halt, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Ladestation für LKWs. Insofern ist die Straße eh nicht ganz so wichtig. Okay, das platziere ich hier hin.
So. Und jetzt müssen wir mit Mod-Gebäuden arbeiten, weil ich will jetzt das Förderband hier über diesen ganzen Bereich führen bis da hinten. Das ist das Komplizierte daran. Wir gucken mal. Mod-Förder. Und wir brauchen 1, 3. Am besten mit Straße, genau. Und das soll dann so funktionieren. Ja, genau so. So, das nächste geht dann da rein, genau. Das nächste da. Und der muss jetzt natürlich noch... ich sehe gerade, der darf nicht mit dem vorderen connected werden. Das funktioniert dann nicht. Das müssen wir nochmal neu machen. Der muss mit dem seitlichen da reingehen. Dann geht es. Okay, gut. Also, das wäre die Komplettverbindung. Und jetzt brauchen wir noch die LKW-Beladung dieses Ganzen. LKW-Rohstoffe... Nee, eigentlich Rohstoffe entladen brauche ich, ne? Genau. So, da fahrt ihr dann ran und entlädt dort Kies. Okay. Soweit dazu. Jetzt kurz überlegen. Wir werden dann... es wird schon ganz schön knapp hier, aber das geht gerade noch so. Wir brauchen dann ein Freilager für Holz und ein Silo für Pflanzen. Das kann so in diesem Bereich kommen. Dann kann hier eine Straße nämlich direkt geführt werden. Genau, und dann kann das immer so ran verteilt werden. Das müssen wir nämlich jetzt mal testen, ob das überhaupt funktioniert, dass die Straßen da weggehen. So wie ich mir das gedacht habe. Ja, das funktioniert sehr gut. Das können wir aber auch von hier direkt... da gibt es Überschneidung. Das sind die Feuerwehrzufahrten. Ne? Die machen jetzt Stress. Die machen Stress. Da geht es, da geht es nicht. Wir gucken mal, wo es funktioniert. Also da würde es funktionieren. Da kann man auch direkt rangehen. Hier. Ich meine, die Feuerwehrzufahrten sind auch nicht kriegsentscheidend, seitdem es Löschhubschrauber gibt. Kann man da im Notfall auch mal... Eben war da was Grünes da. Auf den... Teil des Problems habe ich tatsächlich nicht geachtet. Gebäude im Weg. Komischerweise taucht hier kurzzeitig grün auf. Ja, hier zum Beispiel. Aber dann kommen wir natürlich hier nicht weg. Okay, also das funktioniert noch nicht. Zumindest nicht mit den Feuerwehrzufahrten. Hier wäre es egal gewesen, weil wir hätten hinten rausgehen können. Bei den Sachen ist es nicht egal. Wie kann man das besser planen? Die erst bauen und dann die Förderbänder? Ist das möglich? Wir gucken mal, ob wir die Förderer... Ja, wir könnten die erstmal abreißen. Mal gucken, ob wir dann noch... Das geht vielleicht. Wäre vielleicht ein Weg. Ich glaube, am Ende sind nämlich nur die Förderer im Weg. Ja. Genau. Das müsste nämlich jetzt so gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Förderer hier noch ranknallen kann. Ja, es geht auch. Okay. Alles klar, da haben wir gelernt. Das könnten wir vielleicht hier dann auch so praktizieren. Förderer abbrechen. Wobei wir hier relativ nah dran sind. Na, ich bin mal gespannt, ob er da eine Lösung für findet. Wenn ich jetzt hier so... Ich mache mal so einen kleinen Schlenker. Und gehe dann runter. Ob er jetzt für den Förderer eine Lösung findet. Ja, geht. Okay. Ja, ist ja sehr gut. Gut, dann können wir die Straßenanschlüsse hier komplettieren.
Das allerdings, sehe ich gerade, ist ja auch nur für die Feuerwehrzufahrt gewesen. Insofern gar nicht so wesentlich. Wahrscheinlich sollte man diesen gesamten Bereich auch nicht mit Asphalt machen, sehe ich gerade. Das sind die Knackpunkte hier gewesen. Gut, aber das funktioniert. So, wir brauchen mit Sicherheit hier eine gerade Straße durch. Das ist schon jetzt klar. Und dann können wir die da anknüpfen. Du gehst hier auch runter. So. Und ja, vermutlich geht die hier auch ein bisschen weiter. Und dann gehen wir da auch noch ran. So, und da hatte ich gesagt, machen wir lieber eine Kiesstraße. Das ist ansonsten eigentlich übertrieben für diesen Zweck. Und führen die damit ran. Okay, ich bestätige das alles mal noch nicht, weil wir noch lange nicht am Ende sind dieses Bauabschnittes. Ja, wir werden dann weitermachen mit dem Thema Ölzulieferung. Die Lager müssen noch gebaut werden. Und dann gucken wir mal, wie wir die Gleise vielleicht verlegen und die Chemiefabrik. An die müssen wir auch noch denken. Also gibt allein bei dem Industriegebiet einiges zu tun. Aber im Moment bin ich doch einigermaßen zufrieden mit dem Stand der Dinge. Wir gucken mal, wie es hier eigentlich aussieht. Ah, schaut mal. Zumindest so ein Drittel fertig gebaut. Und hier? Das dauert allerdings deutlich länger. Ja. Ehe da die Gleise durchgelegt werden. Wow. Wie sieht es hinten aus mit der Verbindung zur Grenze? Wird da jetzt weitergebaut? Ja. Super. Also das ist schon fast fertig. Bloß hier gibt es wieder Probleme mit dem Bauamt. Mhm. Gut, aber da sind sie fast schon da. Und das Bauamt ist auch richtig zugeordnet. Ich versuche nochmal die Geschichte mit dem Bauamt. Keine Ahnung, ich hatte das doch eigentlich zugewiesen. Versuchen wir nochmal unser Glück da. Ob das dann nicht geht. Ja. Geht. Komisch. Na, mal sehen, ob sie es hinbekommen. Alles klar. Ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sind im November angekommen. Das heißt, jetzt wird es auch langsam wieder kalt hier in der Republik. Hoffen wir, dass die Heizkraftwerke alle funktionieren. Wir sehen uns wieder beim Weiterbau unserer wunderbaren Chemiestadt. Und ich sehe gerade, haha, schaut mal. Die Stromanlagen sind auch fertig gebaut. Das heißt, hier dürfte dann auch Treibstoff. Aber warum wird hier kein Treibstoff geliefert? Flüssigkeiten, Straße und... Ah, wisst ihr was? Ich habe es möglicherweise falsch eingestellt. Entladen. 50%. Was ist los, Leute? Ist der Treibstoffspeicher leer? Nee. Warum fahrt ihr nicht dahin? Was ist das Problem? Entladen Konstruktionsbüro. Das Ding ist aber ohne Treibstoff. Hm, wir gucken mal. Vielleicht sind alle Fahrzeuge unterwegs. Oder vielleicht ist es auch gerade... Ah, schaut mal. Sie kommen gerade erst an. Ich war mal wieder zu ungeduldig. Die sind alle unterwegs und bringen jetzt Treibstoff. Jetzt kann es hier ordentlich weitergehen. Na, hervorragend. Schaut mal. Wunderbar. Unsere neuen LKWs. Unsere neuen Tankwagen. Zisternen. Jetzt ist Treibstoff da. Perfekt. Liebe Leute, mit dieser guten Nachricht sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.